Ja. Flache Erde. Da frage ich mich, wie dick sollen die denn sein, wenn sie denn flach wäre? Also das ist irgendwie, für mich ist das, wirkt das unlogisch. Nee. Da müsste die ja eine bestimmte Dicke auch haben. Weil wenn sie ganz flach wäre, also ganz dünn, würde sie ja durchbrechen. Wie dick muss die Erde denn sein? Dann ist noch das andere Problem, wenn soll das erklären? Was passiert denn, wenn irgendwas zu weit rauskommt? Also wer annähernd logisch denken kann, der wird, wo sich das genau durchdenkt, der genau merken, das geht gar nicht. Das ist gar nicht, kann nicht sein. Wie dick soll denn die Erde sein? Und dann ist ja das noch mit der Masse. Je größer die Masse, umso stärker die Anziehungskraft. Also wenn die Erde jetzt nur wenige Kilometer dick wäre, also nur mal angenommen, nur mal für Spaß, die Erde ist tatsächlich eine Scheibe und ist vielleicht 100 Kilometer dick, die Scheibe. Also zylindrisch wäre das dann. Wäre noch nicht mal mehr eine Scheibe, wäre dann zylindrisch. Na, was ich am Anfang schon gesagt habe, eine Scheibe, die würde durchbrechen. Die würde regelrecht durchbrechen. Da würde nichts drauf stehen können. Oder selbst wenn man jetzt annehmen würde, okay, die Scheibe, die muss dann eine höhere Dichte haben. So, jetzt wird es ganz lustig. Dann wäre das Wasser ja steinhart. Es würde noch nicht mal Wasser geben. Weil ja alles auf der Erde eine Scheibe ist. Also geht schon mal nicht. So, und wenn es eine bestimmte Dicke hätte, dann ist er schon mal zylindrisch. Das ist ja schon keine Scheibe mehr. Also die flache Erde-Modell versagt wirklich da in alle Richtungen. Also tut mir leid, nee, geht gar nicht. Also ich habe mir schon wirklich ganz oft schon versucht, irgendwie vorzustellen, wenn die Erde flach ist. Also wenn ich jetzt einfach mal, ich sage jetzt einfach, ich stelle mich jetzt einfach mal dumm ich weiß nichts von der Kugelerde. So, man sieht es ja auch, ne, alles, ne,
alles kreist um die Erde und so, ne? Und wenn man jetzt irgendwo weiter weg guckt, sieht erstmal alles flach aus. So. Ja, wie muss denn die Erde beschaffen sein? Das haut nicht hin auf Dauer. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ne? Eine Scheibe kann sie nicht sein, dann wäre sie unendlich dünn. So, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Erde hat aber eine bestimmte Dicke, dann ist sie schon keine Scheibe mehr, dann ist sie zylindrisch. Ne? Na gut. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und wer Interesse an sowas hat, dann abonnieren.